Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Gayat Almadun, ein Raubtier namens Mittelmeer. Ich kann nicht anwesend sein. Im Norden, nahe dem Grenzwall zu Gott, genieße ich den zivilisatorischen Fortschritt, die Magie der Technologie und die kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Und unter dem Einfluss der betäubenden Wirkung von Sicherheit, Krankenversicherung, Sozialversicherung und Redefreiheit liege ich in der Sommersonne, als sei ich ein weißer Mann und denke an den Süden. Ich erfinde Ausreden, die meine Abwesenheit rechtfertigen. Migranten, Reisende und Flüchtlinge laufen vorbei. Echte und falsche Einwohner, Steuerflüchtlinge, Alkoholiker, Neureiche und Rassisten, sie alle kommen hier vorbei, während ich im Norden hocke und an den Süden denke und gefälschte Geschichten verfasse, um meine Abwesenheit zu erklären. Und warum ich nicht anwesend sein kann. Ja, ich kann nicht anwesend sein, denn die Strecke zwischen meinem Gedicht und Damaskus ist aus postmodernen Gründen gesperrt. Eingeschlossen die Tatsache, dass meine Freunde mit zunehmender Geschwindigkeit zu Gott emporsteigen, schneller als der Prozessor meines Computers. Einige Gründe betreffen eine Frau, die ich im Norden geküsst habe, und die mich die Milch meiner Mutter vergessen ließ. Andere hängen mit den Fischen im Aquarium zusammen, die niemand in meiner Abwesenheit füttern wird. Ich kann nicht anwesend sein, denn die Entfernung zwischen meiner Realität und meinem Gedächtnis bestätigt, dass Einstein recht hat und dass die von meiner Sehnsucht ausgehende Energie gleich ist, dem Ergebnis des Multiplizierens der Masse mit dem Viertel der Lichtgeschwindigkeit. Ich kann nicht anwesend sein, aber ich kann abwesend sein. Ja, ich kann höchst geschickt abwesend sein. Ich bin in letzter Zeit sogar ein Profi darin geworden. Ich habe einen Kalender, in den ich die Termine meiner Abwesenheit notiere und ich habe Erinnerungen, die noch nicht geschehen sind. Gayat Almadun, ein Raubtier namens Mittelmeer. Gayat Almadun wurde am 19. Juli 1979 in einem Flüchtlingslager bei Damaskus geboren. Er ist der Sohn eines Palästinensers und einer Syrerin. Die Familie seines Vaters wurde zweimal vertrieben. 1948 im israelischen Unabhängigkeitskrieg, der Nakba, der Katastrophe, wie es die Palästinenser nennen, von Aschkelon nach Gaza. Und ein zweites Mal, 1967, im Sechstagekrieg von Gaza nach Damaskus. Gayat Almadun wuchs auf in Damaskus, hat dort studiert arabische Literatur und emigrierte 2008 nach Schweden. Er erhielt die schwedische Staatsbürgerschaft und war im letzten Jahr 2019 Stipendiat des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Seine Werke wurden in mehr als 15 Sprachen übersetzt. Die Lyriksammlung Adrenalin stand 2018 auf Englisch übersetzt auf der Longlist des Best Translated Book Award. In dem Jahr erschien auch die erste deutsche Übersetzung seiner Texte, hervorragend übersetzt aus dem Arabischen von Larissa Bender, ein Raubtier namens Mittelmeer, im Arche Verlag. Daraus stammt eben auch der gelesene Text. Dieses Büchlein stand auf Platz 1 der Litprom-Bestenliste im Sommer 2018. Almaduns Themen sind der Krieg in Syrien, das Schicksal der Palästinenser, die Opfer der Kriege in Nahost.
Er schildert das Schicksal der Flüchtlinge, der Asylsuchenden. Er beschreibt den Krieg, die Zerstörung, den Tod, die Flucht und den Verlust der Heimat. Und er schreibt über die Liebe und den Schmerz. Er beschreibt das Unverständnis, dass wir Europäer, die wir in Sicherheit aufgewachsen sind, für das Schicksal der Flüchtlinge haben, die wir wegschauen, die wir die Augen verschließen vor dem Leid, das in diesen Kriegsgebieten und überhaupt in Kriegsgebieten tagtäglich stattfindet. Gayat Almadun hat in einem Interview gesagt, ich bin ein Reisender, denn ich habe meine Wurzeln verloren. Seine Heimat ist zerstört worden, seine Freunde und Verwandten tot. Das ist ein sehr eindrückliches Bild, seine Wurzeln zu verlieren. Man hat ein Bild vor Augen von einem Baumstamm, der keine Wurzeln mehr hat, der im Wasser treibt und nirgends mehr anlanden kann, der nirgends mehr Wurzeln treiben kann, dem die Bodenhaftung und die Basis verloren gegangen ist, der nie wieder sich ausruhen kann auf einem festen Halt. Was bleibt für so jemanden, der seine Wurzeln verloren hat? Was bleibt, sind die Sprache und die Kultur. Almadun sagt von sich, ich bin Araber. Meine Kultur basiert auf der arabischen Sprache. Sie verlässt ihn als einzige nicht auf seinen Reisen, die, wie er auch sagt, sehr positiv gesehen werden können, denn sie machen etwas aus ihm. Das Reisen fördert das kreative Schaffen. Als Reisender kann er mit einem schwedischen Pass auch in Frieden leben und aus der Distanz heraus das Schicksal der Flüchtlinge, der Fluchtbewegungen verzweifelter Menschen beschreiben. Aus Syrien über das Mittelmeer, das zum Raubtier wird. Er sagt, ich persönlich habe eingesehen, dass diese systematische Gewalt ein Teil der Menschheitsgeschichte ist, dass aber auch die physikalischen Gesetze gegen die Syrer sind, das ist einfach zu viel, dass der Mensch untergeht, wenn er noch lebt, und oben treibt, wenn er tot ist, ist ein peinlicher physikalischer Fehler, auf den die Syrer lieber verzichtet hätten. Und doch sind seine Gedichte keine politischen Gedichte, so paradox das klingt. Und das macht sie für uns Europäer, die wir so lange in Frieden leben und unser privates Glück genießen können, ganz unbeschadet von allen politischen Verwerfungen. Das macht diese Gedichte so fremd und interessant und auch so wichtig für uns. Für Gayat Almadun, wie für so viele, die ins Exil gegangen sind, ist ein privates Leben vom politischen nicht zu trennen. Er sagt, ich glaube nicht, dass meine Lyrik politisch ist, doch mein Leben ist das Resultat politischer Umstände. Meine Gedichte handeln von meinem Leben, einem Leben, das eben auch die Liebe und die Leidenschaft umfasst. Ich lese Ihnen noch einen kleinen Text aus diesem Band vor. Damaskus entfernte sich. Dieses Gedicht habe ich für eine Frau geschrieben, die ich liebte. Wir haben uns getrennt, sie hat jetzt einen anderen Mann und ich habe dieses Gedicht. Als ich Damaskus verließ, stand ich unbeweglich an meinem Platz und Damaskus entfernte sich. Genau das hatte Einstein mit seiner Relativitätstheorie gemeint, das hatte Whitman mit Grashalme sagen wollen
Und das ist es, was ich versucht habe, in dein Ohr zu flüstern, als du versuchtest, mich zu lieben. Damaskus entfernte sich, und mein Herz lag sorgfältig eingepackt im Koffer, mein Herz, das du gut kennst. Es heulte wie ein Wolf in der jordanischen Wüste, während ich einem alten Hunger nachspürte, weil ich nicht genug habe von der Liebe, seit Damaskus mich verlassen hat. Und Geduld ist eine Tugend, und helfen kann allein Gott. Mein Herz, das du gut kennst, habe ich mit deiner heiseren Stimme gesättigt, damit es zur Ruhe kommt. Ich blies eine Haschischwolke hinein, um es zu besänftigen, während der Beduine, der meine Haut anhatte, mit den Arabern des Nordens umherirrte. Wie kann ich mich niederlassen in deinem Haus, da Gott versichert hat, dass ich mich in jedem Wadi verirre? Wie, da mich die traurigen Lieder aus den Armen meiner Mutter reißen und da deine Taille, die so deutlich sichtbar ist wie der Tod, im Kreis meiner Freunde mich gefangen nimmt, so dass ich dir folge, wie der Freund von Imru al-Kais, seinem Freund, das Land, die Menschheit, und ich fliehe vor dir, wie ein Mann vor seinem Bruder flieht, vor seiner Mutter und seinem Vater, seiner Geliebten und seinen Kindern. Damaskus entfernte sich, während ich unbeweglich an meinem Platz stand, mein Koffer floh mir voraus und mein Herz, voll von arabischer Beredsamkeit, ist mit dem Fortgehen beschäftigt. Mein Herz, das du gut kennst, heulte immer deinen Namen, wenn ich es nachts aus seiner Höhle holte, damit es den Mond sehen konnte. Aber ich bin härter als Stein, und mein Herz, das du gut kennst, kennt kein Erbarmen.